Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Mein Mann sieht aus wie ein Rottweiler, der ist schon wieder ungeduldig und macht dein Handy aus. Hallo, wir sind's ganz kurz. Kurz vorm Wochenende, wie immer. Der Zeitpunkt der Abreise nach Österreich zur Haflinger Europameisterschaft rückt von Tag zu Tag näher. Und ich könnte mir vorstellen, auch so der, so das, was du alles noch erledigen musst, wird gefühlt, gemessen so auf die Zeit, immer mehr, oder? Also stelle ich mir das falsch vor. Die wichtigste Frage vorneweg, schaffen wir es, am Montag nochmal mit einer normalen, regulären Pferdepodcast-Ausgabe zu erscheinen? Kriegen wir das hin? Wieso nicht? Weil du so im Stress bist. Schätze, ich bin das Organisationswunder. Ist das so? Ja. Ist wie beim Knödelessen. Eins nach dem anderen und am Ende schaffe ich 12 Knödel. Sehr gut. Wie viele, also um bei dem Knödelbeispiel zu bleiben, was musst du denn alles so wegknödeln? Ist ja auch der ein oder andere Knödel dabei, den es in so normalen Phasen im Jahr nicht gibt. Der Amtstierarzt war da, es ist irgendwie, ich sehe dich immer irgendwelche Formulare ausfüllen, der Postbote kommt immer noch jeden Tag mit einem Paket, wo irgendwas drin ist, was mit irgendwie Pferdesportversand, hast du nicht gesehen? Eigentlich habe ich jetzt alle Knödel gegessen. Jetzt kann ich nicht mehr reiten, weil ich so fett bin. Alles erledigt. Ich muss noch ein bisschen den Hänger packen ordentlich, aber es ist alles schon im Hänger, was ich mitnehmen will. Also Heu und Wasser und Futter und was man alles so braucht. Eine neue Putzkiste habe ich in Pink. Neues Putzzeug habe ich mir gekauft in Pink. Weil ich bin noch die Pink Lady im Stall, weil ich die pinkfarbene Schubkarre habe. Ist AC/DC gesund? Ja. Geht's ihm gut? Ja. Was grinst denn da so? Ich muss gestern an den Amtstierarzt denken, der hatte ein bisschen Angst vor Pferden. Und der hat aber festgestellt, AC/DC ist gesund. Genau. Tippitoppi. Aber es war ihm nicht geheuer, da reinzugehen zu zwei Pferden. Meinst du, der macht normalerweise so Igel? Keine Ahnung, oder Eichhörnchen. Sowas. Ja, wir werden das alles ausführlich berichten in der Folge am Montag. Wir werden auch den großen Eignungstest für deine Europameisterschaftstrottelin Almut machen. Mit sehr speziellen Fragen, Wissensfragen aus der Welt der Pferde und Wissensfragen aus der Welt von AC/DC, der Band. Wüsstest du, wie man AC/DC unter welchem Namen AC/DC in Australien auch bekannt ist? Ja. Jetzt guckst du blöd, gell? Wieso weißen die das? Wieso weißen die das? Du pokerst doch nur hoch. Na, ich weiß es wirklich, aber ich kann es ja jetzt nicht sagen, weil die Fragen müssen wir ja Almut noch stellen. Da hast du wohl recht. Werden wir es denn in der Folge auch noch schaffen, so ein normales Interview zu haben? Ich hätte auch Interviewgäste. Machen wir das noch? Oder wird es eine reine Europameisterschaftsfolge? Nein, was sollen wir denn, keine Ahnung, wie lange von einer Europameisterschaft reden, die noch gar nicht stattgefunden hat? Da hast du auch wieder recht. Also, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich packe hier den Mac und die Mikrofone. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Ein und fahr hier im Schwarzwald auf den Simmerhof und wir sprechen mal über Urlaub mit Pferden im Schwarzwald. Sehr schön. Übrigens, Bon Jovi ist auch da. Bei der EM. Jetzt fängst du schon wieder an mit der EM. Ja, ich wollte es dir nur mal sagen, da wird es voll abgerockt. Bon Jovi und AC/DC.
wäre das die Traumschlagzeile. Ja, Bon Jovi und AC/DC rocken die HFI-EM. Ja, wir starten nämlich in unterschiedlichen Kategorien. Bon Jovi ist erst 4 und AC ist 5. Schon 5. Also wir könnten beide gewinnen, theoretisch. Der Pferdepodcast, die neue Folge am Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.